Sie läutet den Frühling definitiv ein und sie haben nur kurze Saison. Sie schmecken erfrischend und säuerlich, werden aber meistens süß gekocht. Die rot-grünen Stängel vom Rhabarber. Die Ernährungsberaterin Steffi Schlüchter weiss warum. Rhabarber sind botanisch gesehen eigentlich ein Gemüse, aber in der Küche werden sie sehr oft als Obst verwendet. Rhabarber sind auch relativ tief im Energiegehalt. Sie enthalten nur 12 Kalorien pro 100 Gramm. Aber Rhabarber sind eigentlich nur wirklich gut schmackhaft, wenn sie zubereitet sind. Man sollte Rhabarber dann also kochen. Beim Kaufen gibt es schon einiges zu beachten. Der beste Rhabarber kommt aus der Region, wo er frisch geerntet wird. Wichtig ist auch, dass die Stängel nicht zu trocken sind. In der Schweiz werden 970 Tonnen angebaut und nur ganz ein kleiner Teil muss importiert werden. Julia Zumbühl weiss, wie man die Rhabarber richtig schält. Der Rhabarber isst man nur den Stängel, das Blatt das man abschneiden, weil es unverträglich ist. Und hinten schneidet man auch etwa 1 cm ab. Die Schäle ist eigentlich ganz einfach, man braucht keinen Sparschäler. Ich kann einfach ein Messer nehmen und schön von oben nach unten ziehen. Ich schneide die Rhabarber jetzt in Würfel schneiden und sie weiterverwenden für einen Kompott. Aber man kann sie natürlich gerade so roh eingefrieren und einfach, wenn man Lust hat, bis zu 6 Monate wiederverwenden. So kann man die Rhabarber auch essen, wenn die Kurzsaison vom April bis Ende Juni eigentlich schon vorbei ist. Ich habe jetzt den Rhabarber-Kompott mit wenig Wasser, etwa 5 bis 10 Minuten lang gekocht. Und am Schluss tut man dann noch Zucker drüber rein und noch etwa so eine Minute köcheln. Zubereitungsmöglichkeiten für Rhabarber gibt es viel. Meistens wird Rhabarber süß gekocht, z.B. als Wein oder als Kompott. Also ich mache jetzt aus dem Rhabarber-Kompott, den wir vorhin gemacht haben, ein Tiramisu. Hier habe ich eine Quarkcreme mit Zucker und Zitronensaft. Man kann natürlich auch Mascarpone verwenden und mit Löffel Biscuit. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Ich kann es aber natürlich auch mit Erdbeeren machen, dass es einfach noch ein bisschen Farbtopfer drin gibt. Noch mehr Rezepte mit saisonalem Schweizer Gemüse gibt es auf gemüse.ch. Einen guten Miteinander.